Alter, jetzt geht's sogar an die Wegelboots ran. Du Scheiße. Ein besorgter Bürger. Also auch das ist von ihm. Du Scheiße. Bis Okay. zum nächsten Mal, Hexer. Das nimmt ja richtig Fahrt auf. Meine Güte. Die Quest ist ja richtig geil. Es ist zwar brutal, Was aber wird er Alter. anbringen? Das sitzt Im schon. Leben muss man was riskieren Hätte ich und jetzt sich gar nicht gedacht, dass ich einstellen. da so auf einmal involviert bin. Lass mich am Leben. Auf jeden Fall extrem geil geschrieben. Muss man schon mal erwähnen. Ich kenne echt nicht viele Quests, die einem so in das Spiel zurückbringen. Da ich noch vor ungefähr 20 Parts gesagt habe, dass ich eine Pause mache und doch wieder so schnell ins Spiel zurückgekommen bin. Das hat bisher noch kein Spiel so geschafft, so aus der Story so viel rauszuholen. Aber zumindest kenne ich nur Spiele, die pure Story sind, die das machen. Und selbst dann braucht man immer noch viel Wissen. Das braucht man hier nicht unbedingt. Solange man noch irgendwie die Rahmenbedingungen kennt, das ist schon krass. Was willst du? Ich will Patricia Wegelboot sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strolch könnte. Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus. Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wegelboot. Aber keine Tricks, klar? Einfach einmarschieren. Oh, Geralt, das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Ich jage einen Serienmörder. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass deine Mutter das nächste Opfer sein soll. Naja, selbst wenn. Unsere Wachen. Er ist besonders grausam, wenn er mordet. Er quält seine Opfer, schneidet ihnen das Herz raus. Sehen wir nach ihr. Nur zur Sicherheit, ja? Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Ein ideales Feuer für Bellatine. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Einer schweren. Wir waren in Novigrad. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Dann hat sie sich eingeschlossen. Wir müssen uns beeilen. Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Er ist zur anderen Tür raus! Schnapp ihn! Ach du Scheiße. Das war's dann mit der Herrin. Krass. Warum greift die Hunde mich an und nicht ihn? Ausschwärmen! Der Mörder ist doch hier! Oh Gott, greifen mich an. Scheiße, wo ist er hin? Nein! Fuck, der ist entkommen. Warum greifen die mich denn jetzt an? Da ist er! Auf ihn! Mann! Wo können der denn jetzt hin sein? Ich mach erstmal die Wachen platt. Halt!
Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mätzchen. Ich bring dich jetzt zur Erbin. Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepfuscht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort! Mutter, warum hat er ihr das angetan? Warum? Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte! Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Was leuchtet da so? Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppel, Kati. Schnell. Zieht der Typ jetzt da einmal nach dem anderen durch, oder was? Fuck, ey. Ich hätte ihn auch schon haben können. So ein Dreck. Na, egal. Mehr oder weniger egal. Gut, dass wir hier auf den anwesenden Wegelboot schon relativ fertig waren. Was zum Teufel ist die Krüppelkarte? War es nicht dieser eine Puff? Ich bin mir nicht mehr sicher. Außerdem müsste ich auch mal schnell Reisepunkt sein. Hier, oder? Ja. Ja, die Wegelboots haben auch nicht einfach. Ah, was ist das denn? Naja, gut. Aber ich rede zurzeit nicht so viel, ne? Einfach weil die Story von der Quest, die nimmt mich schon ziemlich böse mit, ne? Das ist schon extrem geil gemacht. Bringt mir zwar gerade Story-Headshot keinen Fortschritt, aber weiter geht. Ist geil. Pass bloß auf. Was ist denn hier los? Das ist Lade! Wow. Alle Hexe! Willst du anständige Männer auf schmutzige Gedanken? Was ist denn hier los? Ich glaube, die Dame legt keinen Wert mehr auf eure Begleitung. Dame? Welche Dame? Hast du die Ohren gesehen? Elfen. Jedes Kind weiß, dass Elfen nichts Gutes im Schilde führen. Ich führe nichts im Schilde, ich schwör's. Ich möchte nur Wasser holen. Und wie willst du Wasser holen? Wo ist dein Krug, hä? Wo ist dein Eimer? Warum erzählst du nicht einfach die Wahrheit? Was meinst du mit warum? Sie ist ein Anderling, die lügen wie gedruckt. Lass dich vom schönen Gesicht nicht verzaubern, ja. Hexer. Von außen bild hübsch diese Elfinnen. Puh, aber von innen verdorben. Ja. Lasst sie in Ruhe. Welches Recht hast du, mir Befehle zu erteilen, hä? Lass uns gehen, Radi. Töten ist wie ein Wimpernzucken für Hexer. Vernünftige Entscheidung. Du kannst durchatmen. Es ist vorbei. Vorbei? Für dich vielleicht. Du ziehst fröhlich weiter. Aber ich werde hier bleiben müssen. Und sie auch. Hör auf, so viel Dankbarkeit ist zu viel für mich. Was für Manieren.
Da sind uns die älteren Rassen wirklich um einiges voraus. Was erwartest du denn? Bezahlung? Oder dass ich dir in die Arme falle und vielleicht die Beine für dich breit mache? Geh, wack gern. Und vergiss nicht, wir wollen und brauchen dein Mitleid nicht. Schön für dich. Da ist auch einfach drauf gelassen können. Wow, Ehre für sie. Ich bin auf dieser Straße hier. Verzeihung, bin ich noch nie lang gelaufen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Hier. Oh, geht jetzt schon direkt los. Die süße Nettie, wo ist sie? Oben, aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Aber natürlich werde ich nicht stören. Ach du Scheiße. Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich. Wo ich das doch so verabscheue. Dann darfst du gleich keine Adressen da lassen. Ich will mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Was denn? Kein Vorspiel? Kein Formaldehyd? Keine Kohlen in den Augenhöhlen? Wovon sprichst du, verdammt? Von Mord. An Fabian Meyer, Patricia Wegelbut und zahlreichen anderen. Schwachsinn! Du hast dich geirrt, Streuner! Ich habe eine Nachricht bei Patrizias Leiche gefunden. Die hat mich hierher geführt. Zu Krüppel Kati und der süßen Nettie. Wenn du sie nicht hinterlassen hast, wer dann? Weiß ich nicht. Aber ich sehe, dass wir reden müssen. In Ruhe. Wer wusste, dass du hier sein würdest? Ich hänge diese Ausflüge nicht an die große Glocke. Stell dir vor, es gibt nur einen Mann, der... Aber das ist doch nicht möglich. Er fasst doch sogar Leichen mit Samthandschuhen an. Der Leichenbeschauer. Er hat gesagt, du wärst beschäftigt. Dass du nicht in die Leichenhalle kommst. Ich muss ihm nach. Geh, aber zum Lagerhaus 12 bei den Docks. Da ist er um diese Tageszeit Material beschaffen. Formaldehyd. Ich bleibe hier. Ich habe mit der süßen Nettie noch eine Rechnung offen. Schließlich habe ich im Voraus bezahlt. Dann zahlst du nochmal. Für sie und all die anderen Frauen, die du schon gefoltert hast. Nett. Schau, immerhin haben wir so ein paar Infos aus dem Haus bekommen, ne? Du bist frei. Danke. Danke. Wenn du nicht wärst... Er hat gefragt, ob ich alles mache. Wenn der Preis stimmt, natürlich, habe ich gesagt. Da lächelte er. Götter, wie abscheulich. Und schlug zu, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich aufwachte... war ich gefesselt und er machte den Spieß im Feuer heiß. Beruhige dich. Er wird dir nichts mehr tun. Er wird niemandem mehr was tun. Wow. Wow. Dass gerade der Typ hier mal eben so ein paar Weiber foltert? Not bad. Aber gut, dass wir ihn nicht direkt abgeschlachtet haben. Schade, dass ich ihn nicht retten konnte, aber ich meine, er hätte es ja auch mal wieder gemacht, von daher ist das gar nicht so tragisch. Das ist kein Verlust, den man nachtrauern muss. Der Typ ist sowieso ein übelstes Arschloch. Leute, helft mir! Was ist denn jetzt? Was denn? Sag's doch hier, Hilfe! Was zum Fick? Okay. Den Schlüssel habe ich ja eigentlich. Was war das denn jetzt? Geh mir aus den Jeder deiner Schritte wird. Was war das denn bitte?
Okay, egal. Das ist jetzt wohl einfach passiert. Ich hab da jetzt ein... Was? Was ist der richtige Schlüssel? Ah. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Okay, noch wie gerade gesperrte Stadt, scheiß drauf. Unwichtig. Zumindest für jetzt. Das war es, was sind das? Die haben einfach zugeschlagen, ich konnte gar nichts tun. Nicht mal reden oder so, die wollten einfach sterben. RIP, die Kollegen. Naja. Wir kehren jetzt zum Lagerhaus. Achso, ja, da ist der Typ gerade neuen Stoff besorgen. Da bin ich ja gespannt, was er gleich für uns hat. Für eine Geschichte, warum er das tut. Außer, dass es zum ewigen Feuer gehört. Na, ist das Formaldehyd alle? Ich hab dich unterschätzt. Fast hättest du mich auf frischer Tat erwischt. Dann hast du meinen kleinen Trick mit Nathaniel durchschaut. Aber alles weißt du nicht. Sonst hättest du das Silberschwert gezogen. Wer? Was bist du? Ein Vampir. Ein höherer natürlich. Daher das Alter. Hast du einen Grund zum Töten und zum Foltern? Ich dachte, darauf kämst du auch. Die Symbolik ist doch offensichtlich. Kohle für die, die blind für das Feuer sind. Das feuergeborene Ei des Salamanders ersetzt das kalte, ketzerische Herz. Feuer für die Kehle, die... Ja, die Symbolik ist klar. Aber warum tötet ein höherer Vampir im Namen des ewigen Feuers? Das ist doch ebenso offensichtlich. Ich teile die Diagnose der Kirche. Novigrad ist eine gefallene Stadt. Die Bewohner haben die grundlegendsten Konzepte von Moral und Anstand vergessen. Ich erinnere sie daran. Auf eine Art, die zuverlässig wahrgenommen wird. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben. Du hättest dich auf dem Platz des Hierarchen auf eine Kiste stellen und predigen können. Wie witzig. Das habe ich tatsächlich getan. Aber es hat niemand zugehört. Stattdessen haben sie gelacht und Steine geworfen. Denk an meine Opfer. Ein Schnitzer, der sein letztes Geld mit Huren durchbringt. Eine alte Gräfin, die die Symbole des Glaubens entweiht. Eine Bardin, der nichts heilig ist und die alles lächerlich macht. Sie haben nicht verdient zu leben. Und im Tod konnten sie anderen eine Lehre sein. Sie aufwecken und auf den rechten Pfad zurückscheuchen. Den des Feuers, der Reinigung und der Erlösung. Für dich ist es zu spät, fürchte ich. Du bist ein Mann von schwachem Glauben. Das kann ich spüren. Aber mit dem Schwert bin ich nicht schlecht. Nicht schlecht, recht. Oh boy. Okay. Na, komm ran, Alter. Boah. Fuck, der tankt ganz gut. Obwohl ich mich schon so einen starken Bild hab. Ich muss ihn irgendwie zuweilig rankriegen. Okay, das geht gut. Scheiße. Kacke. Wo? Komm her. Okay. Also ist der andere Typ vielleicht wirklich ein Vampirjäger, wie ich es gesagt habe, ne? Mit der fetten Armbrust.